Hallo Leute, willkommen zurück zum Pokémon Schwarz 2 Let's Play. Let's Part habe ich angefangen und irgendwie funktioniert. Ah doch, der Turbo dreht ab nicht. Ich habe mal nachgeschaut, wo mein erstes Teammitglied ist. Es ist nicht weit weg. Was kommt hier eigentlich alles so? Ah, Gesundheit. Ein Nagelotz auf Level 2. Also, ich muss hier auch ein bisschen trainieren. Mein Zappi vorher. Ich habe hier noch nichts gemacht. Noch nix. Zappi für Level 6 gegen Nagelwuchs Level 2. Irgendwo habe ich mich heute verkühlt. Sorry deswegen. Kann ich nichts für. Ist einfach mal passiert. Bam, genau wie der Kampf hier. Tot. Bam. 11 Erfahrungspunkte. Level 7. Yeah. Rankenhieb. Er lernt Zappi vorher. Oh, das ist geil. Das ist eine geile Attacke für den Anfang zumindest. So, sind wir hier. Tipps für Trainer. Nur Mut, sprich die Leute an, denen du Undex begegnest. Sie haben allesamt gewisse hilfreiche Hinweise für dich parat. Okay. Oh, hier sind schon aber einige Trainer. Moment. So, jetzt geht's wieder. So, Trainer. Ich hoffe, Serpiv auf Level 7 reicht aus. Ich habe nämlich gehört, Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 sollen schwerer sein. Ah, naja, ich mach's mir extra noch schwer mit meinen ganz eigenen Regeln. Egal! Let's go! Was? Du willst nicht kämpfen? What the hell? Ein wildes Felilo erscheint auf Level 4! Aufpassen! Das könnte mich schon zerlegen! Rankenhieb! Rankenhieb! Bam! Mit Steps, sogar stärker wie Tackle. Und auch noch physisch dazu, also ist Spoiler mal keine so schlechte Idee, Freundchen. Keine schlechte Idee. Rankenhieb! Bam! Physisch! Und Volltreffer. Felilo wurde besiegt. 30 EP. Oh, das geht hier. Weißt du was? Ich suche im dunklen hohen Gras nach Pokémon. Wenn du als keine Pokémon begegnen müsstest, meide das dunkle hohe Gras. Ja, das wissen wir eigentlich auch schon alles. Wir erklären alles immer wieder, als würde man neu anfangen. Ich meine, okay, für den neuen Spieler sage ich eh nicht. Aber man könnte sowas machen. Bist du ein eingesessener alter Pokémon-Spieler? Ja? Nein? Okay, hätte ich auch nein gesagt. Ich habe keine Ahnung. Kratzer. Autsch! Eine normale Attacke, die genau 1 KP Schaden macht. Rankenhieb. Oh, ich freue mich schon auf mein allererstes Teammitglied, Leute. Das wird so lustig werden. Der Serpifoy ist ja nicht mein Teammitglied. Mein Teammitglied bekommen immer Namen. Sie tragen einen Namen. Meistens nicht berühmt. Route 19. Schön, dass es auch hier steht. Weißt du eigentlich über das Stufenhüpfen Bescheid? Nö. Achso, dann sieh mir genauso. Sieh mir genauso. Einfach von der Oberhalbstufe. Hoppa! Ist das nicht toll, Springstufen runter, um so manche Abkürzungen zu nehmen? Ja, das ist auch klar. Ein Trank. Gratis. Wie geil. So, Route 19. Was gibt's hier? Hey, du da! Ah, nicht du. Ach, meine Güte. Ich bin Laro. Ich bin ein eigenwilliger Trainer, der alle davon überzeugen möchte, wie großartig es ist, zusammen mit den Pokémon der Zukunft entgegenzuschreiten. Ach, schön für dich. Und? Ich weiß, ich mag ihn nicht. Hä? Und du bist? Ich bin Harry. Du bist also Harry aus Aventura City, verstehe. Check. Ein Serpifoy ist aber ein echt feines Pokémon. Du hast Trainer, bist du mir noch ein wenig zu grün hinter den Ohren. Ich bin das Licht jetzt der Champion. Gut, ich werde dich trainieren. Folge mir. Du wirst mich trainieren. Wenn dann eher umgekehrt, Freundchen. Dowsing. Oh, das sieht mal geil aus. Wenn man hier die Route wechselt. Das ist mal geil. Also, hat was. Hören wir mal die Musik von Dowsing. Klingt interessant. Sagen wir mal, Trainer Harry, sind deine Pokémon auch alle munter? Nee, sie schlafen gerade, merkst du das nicht? Deine Pokémon gehen immer alles für dich, also musst du sie auch gut behandeln. Zu meiner Haut ist es noch ein Stückchen. Ich überlasse es dir, ob du kurz im Pokémon Center vorbeischauen willst, bevor ich mich dorthin begibst. Ich glaube, das mache ich mal. Lauro. Aber was macht er hier? Ist er nicht Pokémon-Champ?
Na, ja, werden wir noch sehen. Werden wir noch alles sehen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was hier abgeht. Warum ist Laura jetzt schon hier? In Weiß und Schwarzweig kam der später. Naja. Bin für Überraschungen immer zu haben. Ist klar. Oh, Moment, die Leute ansprechen, nicht vergessen. Denn Zephyr ist ein männliches Pokémon. Ich frage mich, warum sich männliche und weibliche Pokémon unterscheiden. Das ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich, das kann ich dir sagen. Die meisten haben einfach was anderes. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Nimm immer viele Tränke mit. Noch ein kleiner Tipp. Nimm auch immer viele Pokébälle mit. Das mit Pokébällen ist klar, aber mit den Tränken, ich werde in den Kämpfen selber keine Tränke benutzen. Auch keine Heiler. Die Option Hilfe aufrufen am Computer kommt mir ein bisschen besserwisserisch vor. Hä? Ernsthaft? Mal testen. Hilfe aufrufen. Das Hilfesystem. Oh, alle Anzeigen. What the hell? Okay. Ich glaube, ich hab's verstanden. Also er meint, das ist wirklich besser wischerisch, was da alles drin steht. Och, meine Güte. Und die Sonne scheint wieder von links oben. Ah, das sieht einfach geil aus. Dowsing, schöner kann Landleben nicht sein. Maybe. Ich speichere gerade mein Spiel, damit ich nicht vergesse, was ich erlebt habe. Hm, kann ich auch mal machen, aber das mache ich dann offscreen, Leute, weil das dauert ganz schön lange. Ah, hallo? Also, wenn es sonnig ist, dann ist das Fell meines Nagels ganz weich und fluffig. Dann möchte ich es am liebsten die ganze Zeit nur noch streicheln. Streicheln das arme Nagelotz. Nagelotz! Die größte Stadt der Einhornregion ist Stratos City. Noch immer? Wie? Ich möchte von Wapitro City aus ein Schiff nehmen und hinfahren. Aha, wie gehört. Items kann man nie genug haben, oder? Doch, man kann die Tasche voll haben, dann kann man keine mehr tragen und so. Items werden automatisch nach Art in deinen Beutel einsortiert. Das grinst schon fast in Zauberei, was? Irgendwie schon. Was steht im Fernsehen? Beste Programm, was? What? Geil, man kann mehrere Programme am Fernseher anschauen. Das ist geil. Mal was anderes. Sonst hat es immer nur ein Programm gegeben. Ja, Clef. Ich kenne mich mit den verschiedenen Pokémon-Typen aus und so kaum aus. Da konzentriere ich mich mit dem Trainer auf ein einziges Pokémon-Zähler, sodass es sich schnell weiterentwickelt. Aber der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen, ja? Ja, das stimmt, das stimmt. War Vollgas. Menschlichen erschließen bei ihrer Suche nach Pokémon manchmal auch neue Lebensräume. Der Hof war ursprünglich nichts weiter als eine Wiese mit lauter Büschen. Es ist jetzt ein Bereich, in dem Menschen und Pokémon gemeinsam leben können. Hm, Hof. Hier gibt's einen Hof. Erinnert mich an den Hof da hinten, was bei mir daneben ist gleich. Oh, und was ist das hier? Sieht aus wie ein Parkbank, die gearbeitet wird. Möchtest du wissen, was mit Laura nützliches verraten hat? Erzähl mal. Er sagte, als erstes zieht das Pokémon links oben auf der Linkseite in den Kampf. Also ich habe heute dort entweder ein Pokémon, das ich trainieren will, oder ein bereits super starkes Pokémon am Start. Super stark, naja. Morgens wecke ich meine Pokémon, weil sie Hunger haben. Abends sind sie müde von vielen Spielen und wollen das ganze Bett nur für sich. Das habe ich nur für ein verfülltes Leben. Geil, ne? Geht so. Die meisten Leute trauern entweder der Vergangenheit nach oder fiebern der Zukunft dagegen. Ich kenne einen, der hat ersteres, aber extrem. Aber am schönsten ist es hier und jetzt, wenn wir mit den Pokémon spielen. Da hast du absolut recht, Freunde. Das hier und jetzt ist wichtig, nicht die Vergangenheit. Maybe die Zukunft. Alter Glockenturm. Gut. Bist du froh, deine Pokémon zu trainieren? Klar. Alles klar, ich auch. Hä? Was ist, wenn man Nein sagt? Wie kann das sein, du bist auf meinen Pokémon auf Reisen? Was bringt sich das? Ob man hier Nein oder Ja sagt? Wo ist Lauro hin eigentlich? Er hat gesagt, ich soll ihn besuchen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal! Lauro, hi. Hey, hierher! Also beginnen wir mit dem Training? Training? Kommt doch an welches. Sag mal, warum hast du eigentlich zwei Karten dabei? Na, ich muss einem den Matisse geben. Ach so! Einer davon gehört dein Freund, was? Dein Freund hat einen Flunk bei sich, nicht? Ich habe gesehen, wie er vorhin seinen Pokémon Route 20 trainiert hat. Gut, also in diesem Fall solltest du ihm als erstes diese Karte überbringen. Route 20? Folge einfach dem Weg, dann gelangst du sofort auf Route 20! Ich glaube, ich sollte auch ein bisschen trainieren, wenn der auch schon trainiert. Ich will da was stehen, was dies. Vorgehen wir. Ja, pff, da lässt mich da nicht vorbei. Spaß! Aus für einer. Im Dowsinghof wirst du nicht selten von wilden Pokémon überrascht. In solchen Fällen musst du dich voll auf ganz dein Pokémon-Team verlassen.
Ich kann euch schon mal verraten, Leute, ich werde ein Pokémon aus dem Hof fangen. Ich habe mir ein bisschen vorgeschaut, welche Pokémon es wo gibt. Damit ich weiß, welches Pokémon-Team ich machen kann. Und Dowsinghof ist schon mal mein erstes. Seid gespannt, welches es sein wird. Ich schon. Treffen sich zwei Blicke zweier Trainer, kommt es auf zum Pokémon-Kampf, dann lässt sich nicht rütteln. Hallo! Was geht ab? Ich kann in deinen Augen sehen, dass du kämpfen willst. Ich kann sehen! Ich bin der überschüssige Seher. Teenager Albert mit einem Nagelatz. Mit überschüssiger Energie und viel drauf. Los, Happy Boy! Dann schaffen wir. Rankenhieb. Kaboom! Oh, es haut doch nicht sehr viel rein. Silberblick. Das ist böse. Der ist böse. Bitter böse. Verteilung sinkt. Rankenhieb. Zack, boom! Und einmal noch. Tackle! Durch Silberblick verstärkt. Ich halte aber trotzdem viel aus. Happy Boy ist einfach ein Tank. Bam! Gefällt mir. Tschüss, Nagelotz. 41 Erfahrungspunkte. Level 8. Yeah. Du hast nicht nur kämpfen, du hast auch gewinnen, Jongler. Jongler! Klar will ich gewinnen, Freundchen. Hallo, der nächste Trainer. Hallo. Bruder, mein Pokémon ist so süß, das müsstest du einfach gesehen haben. Das ist so süß! 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 Gere Anne mit einem Fell-Lilo. Also so süß ist das auch wieder nicht. Ja, es geht. Es könnte schlimmer sein. Auf einmal kommt dieses Gift-Pokémon da aus der 5. Generation, das ist. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Kaboom! Rankenhieb! Kratzer! Autsch. Da sieht man mal, was ein Level ausmacht, Leute. Ein Level. Und ich mache schon sehr viel mehr Schaden. Yeah. Es läuft. Oh, noch ein Video ist es einfach nur putzig, mein süßes Fellilo. Oh, süß. Ja, rast der komplett aus hier. Was haben wir hier für ein Pokéball? Ah. Wilde Pokémon fordern! Ein wilder Strafwickel. Da wäre ich mit Tackle besser bedient als mit Rankenhieb. Käferpflanze! Eine interessante Typkombination. Tackle! Tackle! Bam! Er macht auch Tackle. Autsch! Macht insgesamt 2 KP Schaden. Tackle! Tackelt euch zu Tode! Fadenschuss, meine Initiative wird gesenkt. Oh, das ist ein taktischer Strawickel, wie? Ein taktischer Strawickel, passt auf, was, wo ihr hinläuft, Leute. Das könnte gefährlich werden. Bam, ich bin noch immer schneller. Kaboom, tot. 30 Erfahrungspunkte. Oh, das ist einiges. Mit Anfang bekomme ich hier sehr viele Erfahrungspunkte. Ein Paralyseheiler liegt auf dem Weg. Einfach mal so. Und der nächste Trainer war Artechon. Hey! Ich trotze nur sofort Tatendrang! Mein Nagel ist der absolute Überflieger! Er ist der Überflieger! Wo fliegt er denn hin? Marvin! Mit einem Nagelotz! Erinnert mich an was? Auf Level 4! Das könnte höher sein. Egal. Das wird schon noch hier. Hoffe ich mal. So, Rankenhieb! Kaboom! Nichts effektiv, egal, normal effektiv. Silberblick! Du bist jetzt aber tot, Freundchen, ja? Du bist jetzt down! Aus sowas von Rankenhieb! Kaboom! Nagelotz wurde besiegt! 4. Level 9! Für Seppifoy. Und schon ist mir Lust vergangen, wie konnte das nur passieren? Oh! Ja, es kann schon mal passieren. So. Und außerhalb vom Kämpfen habe ich meine Regel, ich darf Tränke benutzen. Lalalala. So. Wenn ich schon mal ein paar mit habe, warum nicht benutzen? Warum nicht? So. Dum, dum, dum. Hallo. Moment, ein Kind wie du auch nur ein Arena-Ort will hier vorbei? Vergiss es, ich lasse dich hier nicht vorbei. Hier gibt's wieder mal einen Stopper. Ich brauche einen Arena-Ort, um hier weiterzukommen. Die erste Arena heißt gerade, ist in der Startstadt, was es noch nie gegeben hat. Hier muss Winter sein, damit ich zu dem Item hier komme, sehe ich schon.
und hier auch. Also im Winter holt man hier auch einiges. Da werde ich dann später Winter machen hier. Nächsten Part oder so. Dausinghof. Pokémon überall. Dausinghof. Nicht weit von Dausing. Lädt ein Böse zu Besuch. Der Dausinghof. Eine etwas merkwürdige Musik mal. Und ich fange jetzt mein zweites Team. Ich hoffe, es gibt es hier schon. Es hat nämlich 20% zu erscheinen. Schauen wir mal. Schauen wir mal rein. Ja, gleich das erste. Hallo, Azurel. Azurel. Mein erstes Teammitglied ist ein Azurel. Wer hätte das gedacht? Tackle. Bam. Aber bitte kein Volltreffer, ja? Nochmal geht das. Platscher. Schön was. Nichts geschieht. Also Azurel ist ein Normal-Pokémon, das sich dann zu einem Wasser-Pokémon Meryl und Azumarill entwickelt und... Volltreffer! Mann! Muss das sein? Ich will ein Azurel haben! Ich will ein Azurel haben! Na, da ist er wieder. War sicher ein schlechtes oder so. Genau, alle, die ich umbringe, sind schlecht. Trolls. Ich vertraue mich nicht, mit Rankenhieb anzugreifen. Die würden das nicht aushalten, glaube ich wohl. Das ist normal, ja? Ja, das ist Normalschlag. Aber trotzdem, das hat Step. Das heißt, es ist stärker. So, das kann schon mal Rundenschlag. Tackle! Bam! Okay, einmal traue ich mich nicht mehr. Jetzt wird mit dem Pokéball gefangen! Verteidigung sieht egal. Beutel! Bälle! Pokéball! Flieg! Kau! Wumso! 1, 2, 3, 4! Azurel wurde gefangen! Willkommen im Team Azurel! Azurel! Es legt sich mit starken Gegnern an, indem es seinen großen, mit Nährstoffen gefüllten Schweif umherschwingt. Gepunktet, Typ Normal, entwickelt sich das Wasser-Pokémon durch Freundschaft. Spitzname! Boah, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hey. Spitzname. ja. Du bist der... Diesmal kein Abonnent, einfach ein Name, der mir eingefallen ist. Einfach ein Name. Du bist Blue Moon. Oder habe ich das mit Abbrechen gedrückt? Bin schon ein Idiot, oder? Ah, doch, hat angenommen. Warum hat er das nicht gesagt? Merkwürdig. Mäßig. Level 5, ja, da kann ich noch keine Stats herauslesen. Angriff plus, Spezialangriff minus. Mit Speckschicht. Aha. Okay. Lass mich mal durchgehen. Minus Spezialangriff, das wird interessant. Blubber, Rundschlag, Nachmasser, Platscher. Blubber kann nach vorne. Nassmacher. Was war das nochmal? Schwächt Feuerattacken. Ist mal okay, finde ich. Das werde ich dann hier ein bisschen trainieren. Weil ich will hier wissen, was danach abgeht. Aber ich muss hier trainieren, sehe ich schon. Mein erstes Teammitglied muss trainiert werden, ist doch klar. Ich gehe jetzt hier zurück, mache Winter und im nächsten Part schauen wir mal, was ich hier für Items kriege. Also Leute, im nächsten Part geht's zum Hof wieder mal hinein. Und mal sehen, was dort abgeht. Bis zum nächsten Mal sage ich hier und heilen und heilen und noch immer heilen. Das dauert auch heute mal wieder. 2 Pokémon schon. Okay, eins davon ist dann ein VM-Sklave. Nämlich Serpifoe. Dann bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.